Ja, willkommen zu einer weiteren Tutorial-Reihe. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die technischen Skizzen begleitend zu unserem Betonbauprojekt mit Microsoft Visio erstellen können. So eine technische Skizze kann dann so aussehen, zum Beispiel so ein statisches System oder aber auch ein Profil. Schauen wir mal kurz rein, wie das sich dann in Visio darstellt. Das ist jetzt hier das fertige Endprodukt, das digitale Endprodukt, quasi eine PDF-Datei. Das kann natürlich auch ausgedruckt werden. Oder im Visio wäre jetzt hier das Original. Das besteht hier aus einem Zeichenblatt, wo das System dargestellt wird. Hier ein Zeichenblatt mit dem Profil. Und dann ein Zeichenblatt, wo dann die ganzen Hintergrundgeschichten abgelegt werden, die für beide Sachen gleich sind. Ja, wie das geht, werden wir in den nächsten Tutorials uns anschauen. Ich werde jetzt in diesem Tutorial zunächst mit dem allerersten Schritt hier beginnen. Wie richte ich mir meine Zeichenblätter in Visio ein? Und dazu erzeuge ich mir jetzt eine neue Visio-Datei, gehe also hier auf Datei, dann auf Neu, wähle in dem Fall eine leere Zeichnung, weil es für diesen Anwendungsfall, den wir hier haben, das statische System oder auch das Querschnittsprofil unseres Trägers, dass ich da gibt es eigentlich keine richtigen Vorlagen. Ja, man könnte vielleicht irgendeine Standardvorlage noch mit aktivieren, um halt so ein paar Standard-Shapes zu haben, aber ich möchte ganz bewusst mal hier eine leere Visio-Zeichnung verwenden, wo ich wirklich ganz aktiv gewisse Dinge dann auch reinholen muss, was zum Beispiel Shapes angeht. Also gehen wir hier auf leere Zeichnung. Und dann sieht das Visio so aus. Wir haben hier unser Druckbogen, auf dem wir das Ganze dann zeichnen werden. Aktuell ist ja ein Zeichenblatt drin. Wir brauchen ja eigentlich drei. Eins für das System, eins für unser Profil und eins für den Hintergrund. Und ganz wichtig ist, wenn Sie, ich zeige nochmal, jetzt gehe nochmal ins Endprodukt rein, wenn Sie hier ein Visio zeichnen, dass Sie zunächst, sofern Sie das maßstäblich machen wollen, sich den Hintergrund festlegen müssen. Das ist anders, als man es vielleicht von CAD-Systemen kennt, wo man erstmal loszeichnen kann oder modellieren kann und sich danach überlegt, wie man das Ganze aufs Papier rausbringt. Hier im Visium ist das wie in der guten alten Handzeichnungszeit, muss das Ganze quasi schon vorher gemacht werden. Das im Nachhinein zu machen, ist nicht zu empfehlen. Da werden Sie sehen, das wird dann ziemlich chaotisch. Also sich ganz am Anfang quasi ein Blatt Papier nehmen und sich überlegen, welchen Maßstab nehme ich, wo positioniere ich das und so weiter. So ist im Prinzip die Herangehensweise, wie es auch früher noch vor in der Computerzeit gewesen ist, wenn man quasi mit Hand gezeichnet hat auf dem Blatt Papier. Das bitte beachten, das machen wir jetzt. Ich wechsle also wieder zurück in unsere neue Zeichnung. Der erste Schritt sollte sein, das Ganze mal abzuspeichern. Das überspringe ich jetzt mal, weil mir das ja ist ja eher für Vorführzwecke. Ich werde das als Dokument dann später nicht verwenden. Ich habe es ja schon fertig da. Das mache ich immer aus, weil das ist normalerweise nicht da, wenn Sie hier in Visio arbeiten. Und richte jetzt hier mal meinen Hintergrund ein. Beziehungsweise mein Zeichenblatt. Ich fange mit dem ersten Zeichenblatt an. Das können Sie hier mit der rechten Maustaste einrichten, Seite einrichten oder Sie gehen hier auf Entwurf und finden auch hier gewisse Einrichtungsoptionen. Wie gesagt, das Ziel soll ja sein, das Ganze maßstäblich zu machen und auch später direkt von Visio zu drucken. Wenn Sie das nicht im Maßstab haben wollen und auch nicht im Visio ausdrucken wollen, dann können Sie hier diese Option aktivieren, ja, automatisch anpassen und dann können Sie ähnlich, wie man das jetzt von AutoCAD ja vielleicht kennt, einfach loszeichnen, weil sich dann Ihr Zeichenbereich entsprechend anpasst. Ja, ich muss einmal kurz demonstrieren. Ich gehe jetzt hier auf Start, zeichne mal ein Rechteck und fahre jetzt hier raus. Dann sieht man, dass der Zeichenbereich wird immer automatisch größer. Das ist allerdings nur dann zu empfehlen, wenn man jetzt das Ganze nicht maßstäblich machen will und dann auch im Visio nicht selber drucken möchte. Ja, dann mache ich mir überhaupt keinen Kopf, was das für Blatt Papier ist, weil das Ganze wird dann meinetwegen kopiert und über die Zwischenablage dann in andere Dokumente eingefügt, wie zum Beispiel Word, Excel, PowerPoint oder was auch immer. Ja, dann können Sie die ganzen Schritte, die ich jetzt mache, nahezu ignorieren. Doch bei unserem Projekt ist es halt so, wir wollen das auch von Visio aus dann entsprechend ausdrucken und das Ganze soll auch im Maßstab passieren. Deswegen muss man hier einiges beachten. Und das werde ich jetzt kurz demonstrieren. Also ich schalte das hier auch ganz bewusst aus, diese Option, gehe wieder auf Entwurf und sage hier nein, das Zeichenblatt ist einmal fix festgelegt. Und das soll sich nicht ändern. Das können Sie hier festlegen. Wir nehmen hier A4
und die Ausrichtung ist Hochformat. Mehr kann man jetzt hier nicht weiter einstellen, deswegen müssen wir jetzt hier auf weitere Sachen gehen. Nämlich auf diese Erweiterung oder rechtes Konnte, also rechte Maustaste hier auf das Zeichenblatt. Hier finden Sie jetzt nahezu sämtliche Einstellungen bezüglich des Layouts. Das haben wir jetzt schon gemacht, ja, A4 und Hochformat. Der nächste Schritt wäre jetzt hier noch einzurichten den Drucker bzw. das Blatt Papier. Also ich möchte hier einen Rand haben, das Ganze abheften zu können von 25 mm links. Hier ungefähr 5 mm einen rechten Rand. Der macht mir jetzt hier 5,08. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum er das so macht. Ich habe nur eine Vermutung. Es könnte irgendwie daran liegen, dass jetzt hier irgendein Drucker eingestellt ist, der das verlangt. Ich tue es nochmal, dass es einen Mindestabstand verlangt. Gehen wir mal auf OK. Gehen wir mal auf OK. Ich versuche es mal den Drucker zu ändern. Gehe hier mal auf Drucken und wähle hier mal einen digitalen Drucker, zum Beispiel nehmen wir mal den. Und ich hoffe, dass das jetzt langt. Gehen wir mal hier zurück. Da dürfte es eigentlich egal sein und gebe hier mal 5 ein. Jetzt sieht es so aus, als ob es nimmt. Zum Beispiel auf einem anderen Rechner habe ich das Problem nicht gehabt. Versuche es nochmal. Ja, es scheint er zu nehmen. Okay. Also den Drucker einfach ändern. Ich vermute mal, das war ein richtiger Drucker und der hat wahrscheinlich einen Mindestabstand, den man einhalten muss und den setzt dann immer wieder ein, wenn man da einen Wert nimmt, der zu klein ist. Einfach Drucker ändern, dann mag das gehen. So, das haben wir das gemacht. Im nächsten Schritt möchte ich hier noch die Zeichenblattgröße darauf eingehen. Das ist diese Option hier. Das haben wir quasi nicht aktiviert, das haben wir schon deaktiviert, beziehungsweise wir können auch mal hier nochmal ganz konkret sagen, wir wollen hier A4 haben. Sie können theoretisch aber auch hier ein benutzerdefiniertes Format eingeben. Ja, das wäre natürlich auch möglich. Nächster Punkt ist der Zeichnungsmaßstab. Wie gesagt, Standard ist normalerweise keine Skalierung, da können Sie einfach losmachen. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze im Maßstab haben und es ist nicht so wie im AutoCAD, dass ich einfach drauf loszeichne und danach das irgendwie skaliere, sondern hier muss man das schon vorher machen, also vorher überlegen, welchen Maßstab brauche ich. Und dazu machen wir mal, ich gehe mal hier ins PDF-Dokument und schauen mal unsere Tabelle nach, wie groß ist unser Träger. Jetzt brauchen wir das Zoom. So, der Träger hat eine Gesamtlänge von 10,8. Und jetzt kann man ja einfach probieren. Ja, achten Sie mal bitte hier auf das Lineal hier oben, wenn ich den Maßstab ändere. Allerdings sollten Sie vorher noch die Einheiten einstellen. Ich gehe nochmal hier drüber in diese Registerkarte und stelle hier oben auf Meter. Wo haben wir es? Hier. Und bei der Gelegenheit kann ich auch gleich mal umbenennen. Das Ding heißt System. Also die Einheit Meter. Dann gehe ich hier auf mal übernehmen. Jetzt sehen Sie schon, jetzt ändert sich das hier oben. Gehe auf Zeichnungsmaßstab und setze mal einen anderen Maßstab ein, zum Beispiel nehme ich mal 1 zu 100. Gehe auf Übernehmen und da sehe ich ungefähr bei 1 zu 100, hätte ich es hier beim A4-Blatt, wenn wir 2 cm abziehen, hätte ich ungefähr ja 18 cm circa zur Verfügung. Ja, das wäre fast doppelt so viel, wie ich eigentlich brauche. Das heißt, der Träger würde meinetwegen nur die Hälfte vom Blatt ausmachen. Also mit dem Maßstab ist es wahrscheinlich etwas, das Blatt zu groß. Dann nehmen wir mal einen anderen Maßstab. Der nächste besseren Maßstab wäre jetzt hier 1 zu 50. Nehmen wir mal den. Gehe wieder auf Übernehmen. Da habe ich jetzt hier ungefähr nur noch 9 Zentimeter zur Verfügung. 9 Meter. Der Träger ist aber 10. Das heißt, der 50er Maßstab ist wiederum zu klein. Und deswegen nehme ich hier einen benutzerdefinierten Maßstab. Gehe auf 1 zu 100 zurück. Da lässt sich am besten umrechnen. Gehe jetzt hier auf benutzerdefiniert und nehme einfach die Mitte zwischen 1 zu 50 und 1 zu 100 und das wäre dann wäre quasi bei 1 zu 75, also wäre 1 Zentimeter gleich 0,75 Meter. Ja, und dann hätte ich das Blatt relativ gut ausgelastet mit diesem Maßstab. Ja, Sie müssen nur aufpassen, dass Sie jetzt auch einen Maßstab wählen, der dann auch meinetwegen, wo Sie auch so ein Maßstabslineal haben. 1,75, da habe ich schon Maßstabsignale gesehen, die das können. Wobei muss ich dazu sagen, das kann nicht jedes Maßstabslineal. Also wenn Sie so ein Lineal nicht haben und damit später arbeiten wollen, dann sollen Sie lieber einen Standardmaßstab wählen. Aber theoretisch können Sie hier beliebige Maßstäbe einstellen. Ich gehe nochmal auf Übernehmen und sehe jetzt hier, da bin ich ungefähr bei, was haben wir hier, 15,
circa dann zwei Wechsel, ungefähr bei 13 Meter, und das Ding ist ungefähr 11 Meter, also das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. So, jetzt habe ich alles eingestellt. Was wir nicht brauchen, ist hier hinten das Layout und Routing, das ist eher was für Flussdiagramme und so weiter. Das können wir in diesem speziellen Anwendungsfall ignorieren. Dann gehe ich auf OK und möchte hier, machen wir das nächste Zeichenblatt. Gehe auf Plus. Füge noch eins hinzu, das wäre jetzt das fürs Profil. Tu es gleich umbenennen. In dem Fall mache ich es über rechte Maustaste. Man kann es von hier aus machen oder hier auf Seite einrichten gehen. Und dann nennen wir das Ganze hier Profil. Erstmal ohne Hintergrund. Hier ist die Einheit jetzt nicht Meter, sondern Zentimeter. Ich möchte hier in Zentimetern arbeiten. Dann gehe ich wieder vor Druckeinrichtung. Da nehmen wir hier bei Seite vordefiniert A4 und hier nehmen wir auch A4. Also mal schauen, hier ist es A4. Checken wir das nochmal. Das hat er eben sich gemerkt. Das hat er übernommen von den vorigen Einstellungen. Wir wollen hier nichts verkleinern oder vergrößern. Das bleibt bei 100%. So, Zeichenblattgröße bleibt auch bei A4. Zeichnungsmaßstab. Hier müssen wir wieder schauen. Wir gehen mal hier auf vordefiniert und überlegen uns mal, wie groß soll der Balken ungefähr werden. Das, wie gesagt, das machen Sie normalerweise, wenn Sie dann ungefähr eine Vorstellung haben von dem Querschnittsprofil. Ich schaue mal kurz hier in die Vorlage rein. Also wir hatten hier, na, wo ist hier mein Navigator? Hier ist es ungefähr 65 cm. Ja, also da nehmen wir mal einen Maßstab von 1 zu 50, wird es mit Sicherheit nicht sein. Nehmen wir mal 1 zu 25, gehen auf Übernehmen. Da haben wir hier bei Zeppelin quasi aufpassen. Wir haben hier Meter wieder, hat er wieder zurückgestellt. Warum er das macht, weiß ich nicht. Zentimeter. Genau, da haben wir ungefähr 500 Zentimeter zur Verfügung. Das ist zu viel. Gehen wir zurück, machen wir hier mal 1 zu 5. Gehen auf Übernehmen. Ah, da haben wir bloß noch ein. Nochmal checken, dass wir das ungefähr wieder Meter umgestellt. Warum er das macht, keine Ahnung. Da haben wir quasi 100 Zentimeter zur Verfügung. Würde auch gehen. Ja, wobei müssen wir da wieder abziehen. Hier 10, also ungefähr 90. Ja, also 1 zu 5 Gänge auch. Allerdings muss man aufpassen, da kriegt man unter Umständen nur von der Höhe her, weil die Höhe dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Wenn wir jetzt 1 zu 5 hätten, würde man das was komplett auslasten hier. Nur kriegt man wahrscheinlich dann nicht mehrere Maßstäbe drauf. Ja, also ich würde dann doch lieber 1 zu 10 wählen. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Wir brauchen ja noch links und rechts und oben und noch Beschriftung und so weiter. Und außerdem wird das hier nur symbolhaft dargestellt. Das heißt, wir schmeißen nicht so viele Details rein. Daher dürfte 1 zu 10 ausreichend sein. Gehe also hier zurück und wähle hier 1 zu 10. Hier war's. Check nochmal die Einheit. Zentimeter. Gehe auf Übernehmen. Und da haben wir ungefähr 200 Zentimeter. Das bleibt auch. Metrisch 1 zu 10 passt auch. Und Zeichenblattgröße passt auch. Und das dürfte, hier müssen wir wieder auf A4 gehen. Warum man das immer zurücksetzt, muss ich gestehen, weiß ich nie. Auf Übernehmen gehen. Das hat er jetzt übernommen. Das passt auch. Metrisch, ISO, A4 passt auch. Maßstab 1 zu 10 passt auch. Und hier Zentimeter passt auch. Okay. So. Jetzt bitte Folgendes beachten. Wenn Sie jetzt einen Hintergrund hinzufügen, ich mache das. Ah ne, was wir vorher noch machen, ist hier das Raster. Unser Zeichnungsraster. Das ist noch der nächste Schritt, dass wir hier noch ein Raster einstellen, dass wir dann hier, ich zeige es mal, wie es dann aussehen soll. Hier, das, also momentan sehen wir es nicht, weil ich hier einen Hintergrund noch aktiv habe. Ich gehe also auf Layer und schalte mal im Hintergrund hier meinen Hintergrund. Meine Hintergrundfüllung aus, dann wird das Raster sichtbar. Hier sehen wir es jetzt und auch hier. Und ich finde es sehr, sehr praktisch, dass ich hier mit Führungslinien und mit Raster arbeite. Und das muss man entsprechend einstellen, dass das passt. Also gehe ich hier auf, jetzt wie ist er zurück, halt hier war's und passt mir das Raster an. Was nimmt man für ein Rastermaß? Das lässt sich relativ leicht herleiten. Wenn wir hier mal schauen,
hier sind die Angaben für unser System quasi auf dem 10 cm genau, also 0,1 Meter wäre quasi die Rasterweite. Damit könnte man quasi sämtliche Werte hier entsprechend eingeben. Machen wir das, gehen also hier auf Ansicht, dann finden wir hier unter Anzeige hier das Raster und stellen jetzt hier auf fest, das soll quasi fixes Raster sein und die Rasterweite wäre 0,1 Meter für das System. Gehen auf OK, schalten das Raster auch an und wir sehen das jetzt hier. Das wäre jetzt hier unser Raster und man sieht hier, dass ungefähr 0,1 wäre jetzt hier die, nee, Quatsch, hier 0,1 wäre jetzt hier die Weite. So, hier 1,9, dann hätten wir hier 2. Ja, der nächste Schritt wäre jetzt hier noch, sich den Ursprung genau hier auf diesen Bereich zu legen, wo ihr Zeichenbereich anfängt. Entweder oben, wenn er keine negativen Werte haben will, kann das auch von unten aus machen. Ich mache es eigentlich am liebsten von oben in der Regel. Also zoome ich mich ein bisschen ran, damit das Raster hier nicht so abgesetzt ist. Und wenn Sie mit der Maus hier auf diese Ecke fahren, dann kommt ja auch dieses Hinweis, ja, ziehen Sie die Maus, um einen Führungspunkt hinzuzufügen. Ja, brauchen wir in dem Fall nicht. Beziehungsweise Steuerung und ziehen, mit dem kann man den Nullpunkt verziehen. Also ich tue die Steuerungstaste drücken und ziehe jetzt hier das rüber und achte darauf, dass ich wirklich einraste. Und jetzt sehen Sie auch hier, der Nullpunkt beginnt es quasi hier mit unserem Raster. Habe allerdings diese negative Werte hier unten, das muss ich natürlich beachten, wenn ich oben anfange. Wer das nicht will, kann auch, ist im das habe ich verdammt, kann im Prinzip auch von unten anfangen. Auch das wäre möglich. Ja, je nachdem, was Ihnen da lieber ist. So, ja, sieht man jetzt schön hier unser Skalierung, also wie heißt das? Lineal passt da im Prinzip an. Bei wem das Lineal nicht zu sehen ist, ja, sieht man quasi genau, dass unsere Rastergröße genau 0,1. Hier kann man es an- und ausschalten. Ja. So, machen wir das hier drüben auch noch beim Profil. Da schauen wir mal, was haben wir da für eine Genauigkeit ungefähr. Okay, das in meinem speziellen Fall, das kann bei Ihnen ein bisschen anders sein, in Ihrem Projekt, habe ich das Ganze hier auf einen halben Zentimeter genau gemacht. Ja, können wir ja auch einstellen. Gehen wir hier rein, gehen wieder auf die entsprechende Seite, dann auf Profil anzeigen und fügen jetzt hier das Ganze ein, fixieren das wieder, sagen hier fest, fest und geben ein 0,5 Zentimeter. Hier auch 0,5 cm. Ja, Sie können theoretisch auch den Gitterursprung hier eingeben, beziehungsweise den Linealursprung, was ich ja vorhin mit diesen Steuerung ziehen gemacht habe, da können Sie numerisch auch hier eingeben. Ich finde das auch mit Steuerung ziehen einfacher, als das jetzt hier abzulesen und dann hier einzutippen. Deswegen gebe ich hier nur die Rasterweite ein. Gehe auf OK, schaue mir das Raster an. Sollte passen. Jetzt kann ich wieder meinen Ursprung hier ziehen, zoome mich dazu ein bisschen ran in die Ecke, damit ich das besser erwische, Steuerungstaste drücken und hier ablegen. Das hat er jetzt einen Führungspunkt gemacht. Das ist nicht richtig gemacht. Also erst die Steuerungstaste, dann ziehen. Ich glaube, das war die Reihenfolge. Ja, jetzt hat er den Ursprung hier reingelegt. Und wenn wir uns ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir hier quasi bei 0,5 Zentimeter ist hier der, das ist quasi 1 Zentimeter und genau die Hälfte ist quasi mein Raster. Ja. Das passt soweit. Jetzt kommen wir zum Punkt, den man nicht unbedingt machen muss, aber der sich manchmal empfiehlt, vor allem wenn Sie jetzt vom Visio aus drucken, und zwar ist das hier noch so ein Hintergrund hinzuzufügen. Zeigt das hier nochmal, ja, wo man hier so die gesamten Layout-Geschichten wie Rahmen und irgendwelche Bilder und so weiter, die vielleicht im Hintergrund noch gelagert sind, ablegen kann. Und das machen wir jetzt, wobei man da einiges beachten muss. Das ist nicht ganz so ohne. Vor allen Dingen, wenn Sie mit mehreren Zeichenbildern arbeiten. Und zwar gehe ich jetzt hier aufs System und füge es in den Hintergrund ein. Das können Sie machen, indem Sie ein neues Zeichenblatt erstellen. Ich zeige das mal ganz kurz und dann sagen, das soll ein Hintergrund sein. Ja. Oder ich lösche es mal wieder raus. Zeichenblatt löschen. Was ich eigentlich relativ häufig mache, dass ich hier auf Entwurf gehe
und hier zum Beispiel einen Hintergrund wähle. Ich habe, glaube ich, hier einen dieser Art genommen. Und sobald Sie den ja aktivieren oder draufklicken, fügt er hier unten automatisch diesen Hintergrund als Hintergrundzeichenblatt ein. Das tue ich jetzt entsprechend umbenennen und nenne das einfach nur Hintergrund. So. Aber jetzt müssen Sie Folgendes beachten. Das ist ganz wichtig. Das herauszufinden hat mich einige graue Haare gekostet. Und zwar, jetzt ist dieser Hintergrund mit diesem Zeichenblatt hier verknüpft, mit dem Zeichenblatt vom System. Und er übernimmt auch erstmal automatisch hier die gesamten Einstellungen, die wir bei System vorgenommen haben. Ja, wie Druckereinrichtung und Zeichenblattgröße, ein Maßstab und so weiter. Ja. Nun ist allerdings dieser Maßstab für uns, für den Hintergrund eigentlich unpraktisch. Ja. Das wird vor allen Dingen auch dann so ein Problem, wenn wir jetzt hier bei Profil, wo wir eigentlich einen ganz anderen Maßstab haben, hier denselben Hintergrund verwenden wollen. Ja. Deswegen müssen Sie jetzt Folgendes beachten. Wenn Sie jetzt, solange jetzt das System, ja, wenn Sie auf Seite einrichten gehen, mit diesem Hintergrund hier verknüpft ist, ich gehe mal hier auf, wenn ich auf ohne gehe, wird da quasi die Verknüpfung deaktiviert. Wenn ich einschalte, ist es dieses Zeichenblatt-System mit diesem Hintergrund hier verknüpft und ich fange jetzt hier an, hier irgendwas zu ändern, ja, entweder bei System oder Hintergrund, was das Layout angeht, dann wirkt sich das auf beide aus, ja. Und das Chaos wird dann noch besonders groß, wenn ich jetzt hier noch diesen Hintergrund mit diesem Profil verknüpfe. Und wenn ich jetzt hier irgendwas ändere, dann wird das entsprechend dann auf alle anderen übertragen. Ja, ich weiß, ob das ein Bug ist von Visio oder ob man das auch ausschalten kann, ob das so gewollt ist. Ich habe in der Hilfe mal nachgelesen und so wie ich die Hilfe interpretiert habe, ist das eigentlich nicht so gewollt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man muss es halt nur wissen. Wenn man um diesen Zusammenhang weiß und sich darauf einstellt, ist es, glaube ich, kein Problem. Wenn man es nicht weiß, und so ging mir es am Anfang, ist es sehr, sehr nervig. Ja, und das muss man halt wissen. Ich werde mal kurz zeigen, was ich meine, indem ich hier mal in das Fertige gehe. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Vorführeffekt. Und ändere jetzt mal, jetzt sind momentan Hintergründe beide eingestellt. Dieser Hintergrund wird hier bei beiden Zeichenblättern verwendet, obwohl beide andere Maßstäbe haben. Der 1 zu 75, der 1 zu 10 und der Hintergrund hat sogar hier den Maßstab 1 zu 1. Ja. So, oder keine Skalierung. Und jetzt gehe ich mal hier rein. Ich weiß gar nicht, wie habe ich das jetzt hingekriegt. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf Hintergrund, glaube, wenn ich auf Hintergrund gehe und hier den Maßstab mal ändere, oder ich mache mal hier vorne, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Hier zum Beispiel, ich gehe hier mal rein, gehe auf Zeile einrichten und wähle anderen Maßstab, zum Beispiel 1 zu 5. Gehe auf OK. Ja, jetzt sieht man hier das Ganze. Hier sehen Sie übrigens auch, was passiert, wenn Sie den Maßstab im Nachhinein ändern. Ja, da müssen Sie quasi alles neu schieben, aber Sie sehen, mein Hintergrund macht da schon Probleme. Der ist jetzt ungefähr hier. Ja, das ist eben genau das, was ich meine. Ja, den Maßstab nachhinein zu ändern ist keine gute Idee. Und wenn ich auf mein System gehe, dann passt ja auch nichts mehr. Ja, und hier auf mein Hintergrund ist auch alles im Eimer. Ja, das ist genau das, wo Sie aufpassen müssen, wenn Sie das miteinander verknüpft haben und fangen dann an, hier irgendwie den Maßstab zu ändern, ist das wirkt sich das quasi auf alle anderen aus. Wenn ich jetzt hier auf mein System gehe, Seite einrichten und hier auf Maßstab gehe, dann sehe ich hier, er hat mir jetzt auch diesen Maßstab übernommen, ja. Weil die ja miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn sobald miteinander verknüpft sind und sie ändern irgendwas im Layout, überträgt sich das auf alle verknüpften Elementen. Das heißt, das hat sich jetzt hier auf den Hintergrund übertragen und der hat es quasi auf das System übertragen. Ja, das bitte beachten. Ich mache das gleich mal rückgängig. Ich hoffe, ich muss es ja nicht speichern. Ich hoffe mal jetzt, Sie sehen, das ist gar nicht so einfach, ja, das wieder rückgängig zu machen. Ja, ich werde es einfach nicht speichern. Also Sie sehen, das ist absolut die Katastrophe. Was Sie aber auch gesehen haben, ich gehe hier nochmal rein und mache es nochmal, selbst wenn Sie das Problem im Hintergrund nicht hätten, ist es dennoch nervig, weil wenn Sie jetzt im Nachhinein den Maßstab ändern, ich mache es ja nochmal auf 1 zu 2. Was hatte ich gesagt? Auf 1 zu 5, ne? 1 zu 5. Wo ist es hier? Gehe auf Übernehmen. Ja, dass Sie dann quasi alles neu ausrichten müssen und so weiter. Also wie gesagt, das ist so in der digitalen Welt geht das zwar, dass Sie im Nachhinein das Blatt Papier einfach
austauschen oder den Maßstab verändern. Das geht bei einer Handzeichnung nicht. Das würde bedeuten, alles nochmal neu zu zeichnen. Dennoch ist das nicht zu empfehlen. Ja, da müssen Sie eine ganze Menge korrigieren. Deswegen mein Tipp: Vermeiden Sie sowas, dass Sie im Nachhinein mal den Maßstab ändern müssen. Überlegen Sie sich ganz genau, wie Sie es zeichnen wollen. Und wenn Sie Zeichnungen miteinander verknüpft haben, zum Beispiel über den Hintergrund, dann müssen Sie vorher die Verknüpfung lösen, bevor Sie was am Layout ändern. Und das werde ich jetzt hier machen. Gehe jetzt hier zurück in meine Zeichnung und werde jetzt hier den Maßstab einstellen. Werde allerdings, damit hier die Einstellungen nicht verändert werden, ich möchte jetzt vom Hintergrund quasi den Maßstab ändern, werde ich jetzt hier die Verknüpfung lösen. Gehe also hier auf rechte Maustaste, Seite einrichten und sage hier keinen Hintergrund. Gehe auf OK. Jetzt habe ich hier bei diesen beiden keinen Hintergrund drin und kann jetzt hier in aller Ruhe den Maßstab ändern. Es wird sich jetzt nicht mehr auf die anderen beiden auswirken, weil sie sind ja aktuell nicht verknüpft. Und da ich noch nichts gezeichnet habe, ist das auch kein Problem, dass ich jetzt hier noch das Layout ändere. Also zuallererst, wie gesagt, immer das Layout erst einstellen. Gehe jetzt in der rechten Maustaste hier auf Seite einrichten und passe jetzt entsprechend an. Ich möchte hier die Einheit Millimeter haben. Gehe auf Zeichnungsmaßstab und sage keine Skalierung, Zeichenblattgröße bleibt in dem Fall wieder bei A4. Druckereinrichtung nehmen wir auch wieder A4. Warum man das jedes Mal ändert, weiß ich nicht. Ist mir jetzt etwas schleierhaft, aber okay. Das hat er übernommen, das passt auch. Nochmal checken. Ist keine Skalierung, Hintergrund, Millimeter, passt. So, jetzt haben wir das. Jetzt möchte ich, damit ich das Raster sehe, hier dieses Hintergrundbild, das ist hier diese Gruppe von, das ist quasi eine Gruppe, ist das eine Gruppe? Ja, das ist eine Gruppe von mehreren Shapes. Ja, die möchte ich jetzt auf ein extra Layer legen, damit ich das dann ausschalten kann und das Raster auch sehe. Gehe also hier auf Layer zuweisen. Also Sie sehen, es ist noch keine Layer vorhanden hier, aber bisher noch keine gemacht. Nenne das Ding einfach Hintergrund. Hintergrund, quasi der Hintergrund vom Hintergrund, ja, wenn man so will. Und gehe auf OK und kann jetzt hier bei Layer-Eigenschaften den Hintergrund auch ausschalten. Bei Sichtbar, hier sehen Sie quasi die Layer oder Ebenen. Den habe ich gerade jetzt hier angelegt. Ich kann jetzt hier, ich sehe, es sind vier Elemente drauf. Ja, das sind im Prinzip drei Shapes. Eins, das ist dieses Shape und dieses Shape. Und die Gruppe ist nochmal ein extra Shape, deswegen vier Elemente. Das zeigt es hier an. Hier können Sie das einstellen, sichtbar oder unsichtbar. Hier können Sie das Ganze aktivieren, ob es gedruckt werden soll. Aktiv bedeutet, dass jetzt hier das, wenn Sie jetzt diesen Layer oder diese Ebene aktiv machen, und Sie zeichnen was Neues, dann werden diese neuen Elemente automatisch dieser Ebene zugeordnet. Aufpassen, Sie können hier im Unterschied zu AutoCAD oder anderen Programmen hier Elementen auch mehreren Ebenen zuordnen. Sperren heißt im Prinzip, dass die Elemente nicht mehr geändert werden können, sofern die Ebene gesperrt ist. Ausrichten und kleben bedeutet, dass die Elemente, die auf dieser Ebene liegen, können quasi, an denen können sich andere Elemente ausgerichtet oder dran geklebt werden. Ich werde gleich zeigen, ich zeige in späterer Folge, was das genau bedeutet. Und Farbe, Sie können ja auch ähnlich wie in AutoCAD hier mit Farben arbeiten, wenn Sie wollen. Und dann auch gleich die Farbe über die Layer zuordnen. Transparenz auch klar. Und der Rest ist, glaube ich, soweit selbst erklärend. Das sollte soweit passen. Also habe ich das ausgeschaltet und gehe auf OK. Und jetzt sehe ich quasi hier mein Raster, das werde ich auch noch anpassen. Gehe hier auf Ansicht, passe das Raster an, gehe hier rein, möchte wieder ein festes Raster haben. In dem Fall allerdings, die Einheit war ein Millimeter, würde ich sagen, alle 1 Millimeter. Mal sehen, ob das funktioniert. 1 Millimeter. Hier auch. Und checkt nochmal kurz die Einheit, dass die wieder die verstellt hat. Das war hier drüben. Oder einfach hier unten, Seite einrichten. Millimeter passt. Zoome ich hier mal ran und sehe jetzt hier, na gut, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen übertrieben. Ja, ein Millimeter ist, glaube ich, nicht unbedingt. Ich glaube, 10 aller 10 ist, glaube ich, auch okay. Machen wir mal aller 10. Gehe nochmal hier rein und setze das hier auf 10. 10. Ja, das dürfte genügen oder 5 gehen vielleicht auch, je nachdem. Nur halt mal schauen, wie man das dann später verwendet. 10 ist vielleicht schon ein paar Bilder zu grob. Auch hier wieder,
das Lineal hier anfangen lassen, tun wir uns auch ein bisschen leichter. Ich tue mich da meistens immer so ran, wie es geht, damit ich das wirklich genau die Kante erwische. Und Steuerungstaste drücken und das runterdrücken. Ich glaube, erst die Steuerungstaste und dann ziehen. Ja, also 0, 0 passt auch. Und wir haben jetzt hier bei 10 mm, ja, machen wir vielleicht 5. 10 vielleicht doch ein bisschen zu grob. Mit 5 ist es vielleicht auch schon okay. Muss ja mal schauen, wenn das Raster zu fein ist, dann kann man kaum noch arbeiten. Ist es zu grob, macht es wenig Sinn. Ja, und ich denke, das passt. Sie können sich zum Beispiel aber auch im Raster ausrechnen. Hier geht es ja eigentlich weniger um die Maße genau. Sie können theoretisch den Bereich hier ausmessen und sich dann ein Raster ausrechnen, was sich wirklich genau ausgeht. Ja, man sieht zum Beispiel hier, das geht sich nicht ganz aus, falls Sie mal sowas brauchen. Ja, das dürfte jetzt hier entsprechend eingerichtet sein und könnte jetzt ja, den Hintergrundlayer wieder einschalten. Gehen wir da mal rein und mache ihn mal sichtbar, mache ihn allerdings ein bisschen transparent. Übernehmen. Boah, da sehen wir aber immer noch nicht viel durch. Ah, okay, das bringt also nichts, wenn wir einen transparenten machen, komischerweise. Sehen wir das Raster trotzdem nicht durch. Also wie gesagt, wenn wir jetzt nicht brauchen, wenn wir das Raster sehen wollen, dann müssen wir den Layer ausschalten. Ja, fügen wir noch jetzt hier einen Rahmen ein. Bin immer noch im Hintergrund-Shape, gehe also hier auf Layout. Haben wir jetzt hier Entwurf war das. Dann Rahmen, Titel und fügen hier vielleicht noch einen Rahmen ein. Nehmen wir den. Ist ja egal welcher. Und haben jetzt hier einen Rahmen, könnten jetzt noch einen Seitenrand hier zeichnen. Dazu mache ich mir einen Layer noch dazu. Gehe also wieder auf Layer, Layer-Eigenschaften und den nenne ich Rahmen oder Rand. Nehmen wir es mal Rahmen. Gehe auf OK, machen gleich aktiv. Gehe auch auf OK und zeichne mir jetzt hier einen Seitenrand. Dazu gehe ich auf Rechteck, ziehe mir jetzt hier ein Rechteck auf und nehme die Füllung raus. Das soll keine Füllung haben. Die Linienstärke soll, naja, vielleicht so. So, vielleicht noch besser. Und ja, ich würde sagen, das ist ein guter Rahmen. Wir können das Ganze noch gruppieren. Daraus eine Gruppe machen, beziehungsweise das dem Layer Rahmen zuweisen, ist eh erstmal zugewiesen. Und machen wir noch eine Gruppe draus. Oh, da hat er jetzt hier aber, das ist glaube ich keine gute Idee, warum er das macht, keine Ahnung. Lassen wir es mal ungruppiert. Ja, es könnte sein, weil das sind hier keine freien Shapes, deswegen lässt sich das, die werden Sie sehen, die lassen sich zum Beispiel von der Größe her nicht ändern und so weiter. Die sind hier unten quasi vorprogrammiert. Und das könnte diesen Gruppeneffekt auch verhindern. Ja, wenn die Ihnen passen, ist das okay. Ja, falls die Ihnen nicht passen, ja, zum Beispiel hier sehe ich jetzt, naja, das passt mit meinem Raster nicht ganz zusammen. Hier zum Beispiel, aber ich kann das hier nicht ändern. Ja, da kann man die einfach rausschmeißen und sich einfach eigene machen. Ansonsten können Sie jetzt hier den Titel eintragen, also Betonbauprojekt. Halt, hier noch ein Fehler. Sommersemester 2020. Dann könnten wir jetzt hier noch einen Untertitel hinzufügen. Ich finde es eigentlich nicht so günstig, dass hier das Datum hier oben steht. Ja, Sie können es allerdings ja entweder was anderes reinschreiben oder hier löschen. Einfach draufklicken, entfällt und dann ist es weg. Und dann vielleicht hier ja, das ändern. Ja, suchen Sie sich einen Rahmen raus, der Ihnen gefällt. Ja, ansonsten können Sie auch jederzeit die Elemente rauslöschen. Die lassen sich allerdings nicht anpassen. Ja, also wenn das nicht gefällt, können wir auch sagen, gut, ich schmeiße das ja einfach raus. Das Ding ist das auch. Ja, ist auch fix. Schmeiße ich das auch raus. Hab mehr oder weniger bloß das hier unten übernommen. Hier gefällt mir nicht, dass das so dran geklitscht ist. Einfach mal reinklicken, Leerzeichen. Passt das und tu mir jetzt einfach hier ein eigenes Feld hier erzeugen, wenn ich auf Text gehe und erzeuge mir jetzt hier so ein Textfeld und schreibe jetzt hier rein Betonbauprojekt
Sommersemester 2020 und runter, was haben wir da geschrieben? Das muss ich jetzt mal nachschauen, das habe ich wieder vergessen. Was stand da? Ah ja, Bauingenieurwesen, Bachelor, Betonbau und so weiter. Ich deute es nur mal an, also Bauingenieurwesen, Inge, Ingenieurwesen und so weiter. Ja, das können Sie hier noch formatieren, also größer machen. Hier eine andere Schriftart wählen. Ich nehme jetzt mal dieses. Sie können auch das hier extra formatieren, indem Sie das hier kleiner machen und vielleicht, ja, nicht fett oder ist oder eine andere Schriftart, zum Beispiel nur Arial. Ja, das sind jetzt alles hier Spielereien. Wenn Sie das jetzt, Ihnen das nicht gefällt, dass es so in der Mitte ist, können Sie das ja auch an den Rand setzen. Wobei, das würde ich schon mittig lassen. Und hier können Sie das einrücken. Zum Beispiel hier noch ein Stück frei. Wenn Ihnen nicht gefällt, dass das hier nicht genau am Rand ist, gehen Sie ja auf die Absatzwerkzeuge, gehen dann auf Textblock und können jetzt hier diesen automatischen Rand innerhalb dieses Textrahmens noch auf 0 setzen. Ja, und könnten auch den Text jetzt hier eine Farbe geben. Ah, das ist ungünstig, das machen wir lieber nie. Nehmen wir ohne, weil wird nur der Text quasi umrandet. Ich möchte den Shape in Hintergrundfarbe geben. Das ist, glaube ich, in dem Fall besser. So. Und könnte jetzt hier noch das reinrücken. Ich hätte hier noch Platz zum Beispiel für ein Logo, wenn ich das so möchte. Ja, wenn mir das nicht gefällt, mit dieser Lücke, kann ich auch sagen, gut, ich schiebe das jetzt hier ran und mache einfach dann ein unser Textblock hier dann doch von links noch einen Abstand rein. Machen wir das so. Ja, das kann ich quasi so einstellen, dass ich hier wirklich dann auf die Linie komme. Das sind alles so Spielereien, die Sie hier machen können. Ja, darum soll es ja nicht gehen. Und Sie können dann jederzeit hier wieder diesen Hintergrund zuordnen. Gehen also rechte Maustaste, Seite einrichten, fügen den Hintergrund hinzu. Da passiert auch erstmal nichts. Aber aufpassen, Sie dürfen, wenn die Hintergründe zugeordnet sind und verknüpft sind, dürfen Sie am Layout, also hier nichts ändern. Das ist ganz gefährlich, hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, was dann passiert. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt das über mehrere Zeichenblätter haben, dann erzeugen Sie ja das riesengroße Chaos. Ja, deswegen auch mein Tipp, machen Sie alles am Anfang und sollten Sie doch noch im Nachhinein hier am Layout irgendwas korrigieren müssen, stellen Sie vorher sicher, dass hier kein, wo ist es hier, kein Hintergrund zugeordnet ist. Tun Sie einfach die Zuordnung lösen, gehen auf OK und jetzt können Sie am Layout was ändern, ohne dass die anderen davon quasi betroffen sind, weil ja keine Verknüpfung besteht. Wenn Sie es geändert haben, dann ordnen Sie das wieder zu. Ja, machen wir es dann nochmal zum Abschluss. Also Seite einrichten, ordnen den Hintergrund zu. Sie sehen, Maßstab bleibt gleich. Ich tue vielleicht mal schnell was zeichnen, damit Sie dann auch sehen. Ich gehe mal auf rückgängig. Zeichne mal schnell was, damit Sie sehen, auch dass auch nichts passiert. Ich zeichne auch noch mal was im Hintergrund, damit Sie auch noch sehen, so dass alles gleich bleibt. Und hier zeichne ich auch irgendwas. So, jetzt ordne ich das Ganze mal zu, gehe auf Seite einrichten, also hier zu den Hintergrund hinzufügen. Jetzt sehen Sie, jetzt kommt ja ein Hintergrund mit dem, aber es bleibt ansonsten alles gleich. Ja, hier dasselbe, Seite einrichten, zu den Hintergrund hinzufügen. Und auch hier bleibt im Prinzip alles gleich. Das ja mal aus, das brauchen wir jetzt noch nicht. Und das ist unser Hintergrund. Ja, wie gesagt, das Zuordnen ist okay. Da können Sie auch mit verschiedenen Maßstäben arbeiten und so weiter. Natürlich können Sie nicht mit verschiedenen, das habe ich zumindest nicht ausprobiert, macht auch wenig Sinn, mit verschiedenen Zeichenblattgrößen arbeiten. Das soll dann schon alles auf A4 hinauslaufen, weil das kann man nicht vorstellen, dass es das funktioniert, wenn Sie jetzt hier andere Zeichenblattgrößen einstellen. Das macht, glaube ich, für mich keinen Sinn. Vielleicht tut das Skalieren, wenn die im Prinzip sich skalieren lassen, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, macht für mich keinen Sinn. Aber ansonsten können Sie mit verschiedenen Maßstäben und Einheiten arbeiten, aber aufpassen, sollen Sie auf die Idee kommen, das zu ändern, lösen Sie vorher die Verknüpfungen. Ja, so viel zum Einrichten Ihres Layouts für das Projekt.